Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video Finde deine Heimat über den Schicksalsanzeiger Mondknoten, der ab dem 6. November 2018 bis zum 5. Mai 2020 durch den Krebs wandert. Im ersten Teil des Videos erkläre ich euch die Bedeutung des Mondknotens und warum er auch anzeigt, dass wir uns mit unserem Karma beschäftigen müssen. Im zweiten Teil des Videos gehe ich darauf ein, wie sich der Durchgang des Mondknotens für die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Und ich habe auch wieder ein Beratungsgeschenk für euch, eine spezielle Beratung über den Mondknoten in eurem Horoskop zum Sonderpreis. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Mottobild für dieses Video habe ich mit Bedacht gewählt, denn im Zeichen Krebs ist das Prinzip der Kindlichkeit und des kindlichen Wachstumsstrebens verankert und es wird regiert vom Mond. Der kleine Junge, der sich mit seinem Teddy auf den Weg gemacht hat, um den Mond zu suchen, hat mich sofort ganz tief angesprochen. Der Mondknoten im Krebs lässt uns nach dem Gefühl von Geborgenheit und Heimat streben. Das kann die eigene Familie sein, unsere Herkunftsfamilie, eine Wahlfamilie von Freunden, mit denen wir uns wohlfühlen, unser schönes Heim oder ein Ort in der Ferne, nach dem wir Sehnsucht empfinden. Es kann auch darum gehen, sich seelisch zu Hause zu fühlen. Wir wollen unsere Wurzeln spüren und wissen, wo wir hingehören. Der Krebs gilt als Zeichen der Intuition und der Gefühle, der Mütterlichkeit und der Familie. Und zu ihm gehört das vierte Haus des Horoskops und es repräsentiert unsere Privatsphäre, unsere Geburt, unsere Heimat, unsere Verwurzelung, unsere Herkunft und Familie. Wenn nun der Mondknoten das Zeichen Krebs aktiviert, rücken Werte wie Familienzusammenhalt, Heimat und Geborgenheit ganz stark ins Bewusstsein und in den Fokus. Deswegen habe ich diesem Video den Titel Finde deine Heimat gegeben, denn darum geht es, um die innerliche und seelische Heimat, wie auch die Heimat in der Familie. Der Zusammenhalt in der Familie, in die wir hineingeboren wurden oder die wir uns selbst gewählt haben, wird zur Quelle der Kraft und Verbundenheit und sollte hochgehalten werden, ganz gleich, was es für Streitigkeiten geben mag. Für unsere Psyche ist es jetzt sehr wichtig, dass wir unsere seelische Heimat finden und das Gefühl entwickeln können, angekommen zu sein. Wir sollten Geborgenheit finden und schenken. Unsere Kinder können unsere Weisheitslehrer werden. Gesellschaftlich kann die Konstellation bedeuten, dass die Staatenlenker entweder durch Einsicht oder durch äußere Umstände aufgefordert werden, den Bedürfnissen ihrer Wähler und der Menschen, für die sie verantwortlich sind, mehr Beachtung zu schenken. Der Durchgang des Mondknotens durch den Krebs hat aber noch mehr wichtige Auswirkungen auf uns und auf die Gesellschaft. Und um sie zu verstehen, muss man sich klar machen, dass der Mondknoten immer zu einer Achse gehört. Wenn ich von Mondknoten spreche, meine ich den nördlichen oder den aufsteigenden Mondknoten, der in den kommenden 1,5 Jahren durch den Krebs wandert. Gegenüber liegt immer der absteigende Mondknoten, der dann zeitgleich durch den Steinbock läuft. Der aufsteigende Mondknoten sagt uns, wo die Reise hingehen soll, nämlich in Richtung Krebsqualitäten, also Menschlichkeit, Empathie und Zusammenhalt. Der Krebs ist das Zeichen des Fühlens, des kindlichen Wachstums, der mütterlichen Zuwendung, der Intuition und der privaten Geborgenheit. Es kann auch als Symbol für Mutter Erde gesehen werden, die uns Schutz und Lebensraum bietet. Der absteigende Mondknoten zeigt uns, mit welchen Angelegenheiten der Vergangenheit wir auf diesem Weg nochmal konfrontiert werden. In diesem Fall sind das Angelegenheiten, die durch das Zeichen Steinbock repräsentiert werden. Das heißt, Streben nach Erfolg, materielles Denken, Sachzwänge, Vorschriften und Gesetze, Konsequenzen und Verantwortung. Der Steinbock repräsentiert die Politik, Vorgesetzte, Ämter und auch die Eltern, welche die Regeln vorgeben. Die Botschaft des Mondknotens im Krebs ist also folgende. Statt immer nur nach Erfolg zu streben und uns von Sachzwängen bestimmen zu lassen, sollten wir öfter mal innehalten, um die Geborgenheit in der Familie und den Zusammenhalt mit den Menschen, die wir lieben, wahrzunehmen und zu wertschätzen. Und dazu gehören übrigens auch Haustiere. Das sind Werte, die man nicht messen kann und berechnen kann, sondern nur fühlen. Eine Entsprechung dieser Symbolik wäre zum Beispiel die Frage, Kinder oder Karriere? Und der Mondknoten im Krebs favorisiert eindeutig die Kinder oder auch die Enkel oder jede andere Erweiterung unserer Familie. Während wir im Steinbock Gefahr laufen, vor lauter Ehrgeiz und Arbeit zu vertrocknen und persönliche Beziehungen aus den Augen zu verlieren, fordert uns jetzt der Mondknoten im Krebs ganz klar dazu auf,
uns wieder mehr für unsere Gefühle und unsere persönlichen Bedürfnisse zu öffnen und den Austausch mit den Menschen, die wir lieben, zu genießen. Ich hoffe wirklich sehr, dass diese kosmische Aufforderung auch gehört wird in einer Welt, in der die Controller das Sagen haben und nur noch zu zählen scheint, wie viel Umsatz man generiert und in der die Menschen häufig genug nur noch eine Nummer sind. Das ist leider die Kehrseite der Steinbockwelt, in der nur das Ergebnis zählt, aber nicht, wie wir uns dabei fühlen, dieses Ergebnis zu erreichen. Zum Glück ist inzwischen auch wissenschaftlich und wirtschaftlich erwiesen, dass die sogenannten Social Skills, unsere sozialen Fähigkeiten, einen Faktor von hohem Wert darstellen, der entscheidend zum Erfolg einer Firma oder eines Systems beitragen kann. Und das Zeichen Krebs repräsentiert diese sozialen Fähigkeiten im hohen Maße. Die moderne Psychologie und Neurowissenschaften bestätigen inzwischen auch, welche Macht unsere Gefühle haben und wie wichtig es ist, dass wir mit unserem Unterbewusstsein zusammenarbeiten und nicht versuchen, mit dem Kopf Entscheidungen zu treffen, die der Bauch gar nicht mittragen kann. Denn das kann uns krank machen. Vielleicht müssen und werden wir uns in diese Richtung weiterentwickeln, indem wir lernen, die Macht der Gefühle zu akzeptieren, statt sie zu unterdrücken, um uns an lebensfeindliche Umstände anzupassen. Auch das Ringen um mehr Umweltschutz und bessere Bedingungen für unsere Mutter Erde wird sicherlich nochmal einen neuen Schub bekommen. Der Steinbock am absteigenden Mondknoten repräsentiert die Regierungen, die stets ihre sogenannten Sachzwänge über die Bedürfnisse der Umwelt stellen. Der Mondknoten im Krebs hilft uns vielleicht dabei zu erkennen, dass Umweltschutz kein sentimentaler Luxus ist, sondern für uns als Menschen überlebenswichtig. Unsere Mutter Erde hat, zum Glück kann man sagen, noch viele Millionen Jahre Zeit, sich von einem eventuellen Klimazusammenbruch zu erholen, wenn wir es so weit kommen lassen. Unser eigenes Leben als Menschen ist dagegen vergleichsweise zart und schutzbedürftig. Wenn wir Mutter Erde schützen, tun wir das für uns, unsere Kinder und Enkel, und die Konstellationen sollten uns dabei helfen, unser Bewusstsein für diese Erkenntnis zu öffnen. Auf der ganz persönlichen Ebene wird uns der Mondknoten im Krebs auffordern, für uns selbst zu sorgen, uns genug Privatsphäre zu gönnen und unsere seelischen Wunden aus der Kindheit zu heilen. Die Arbeit mit dem inneren Kind, ein therapeutischer Ansatz zur Selbstliebe und Selbstannahme, passt sehr gut zum Mondknoten im Krebs. Auch indem wir uns unseren eigenen Kindern zuwenden, können wir selbst Heilung erfahren. Dazu gehört auch, dass wir nicht ständig auf unser Smartphone schauen, sondern stattdessen in die Augen unserer Kinder, die unsere ungeteilte Aufmerksamkeit verdienen. Viele Kinderwünsche können in Erfüllung gehen, also sowohl die Wünsche von Kindern als auch die Wünsche nach einem Kind. Und das, solange der Mondknoten durch den Krebs wandert, denn er lässt das Potenzial für zärtliche Verbindungen wachsen. In diesem aktuellen Mondknotenzyklus haben wir gleichzeitig eine kosmische Besonderheit, weil sich nämlich der absteigende Mondknoten im Steinbock mit Saturn und Pluto verbinden wird. Beide Planeten haben schon von sich aus eine Verbindung zur Vergangenheit und zum Karma. Saturn gilt als Planet des Karmas, weil die Konsequenzen unserer Handlungen von ihm symbolisiert werden. Was wir gesät haben, werden wir ernten. Wie wir uns verhalten haben, damit werden wir in der Zukunft konfrontiert werden. Dass wir diesem Gesetz nicht entgehen können, darüber wacht Saturn. Auch Pluto gilt als Planet der Vergangenheit, weil er als Herrscher des Skorpions für Fortpflanzung und Vererbung steht. Er repräsentiert also die Ahnen und deren Gene, aus denen wir entspringen. Aber nicht nur das, auch das Verhalten und die Lebensmuster unserer Ahnen, welche uns und unsere Zukunft beeinflussen. Dieses Wissen wird heute in der systemischen Familienaufstellung genutzt. Auch der absteigende Mondknoten selbst steht generell für unser Karma, sogar für das Konzept der Wiedergeburt. In dem Sinne, dass wir eine Art kosmische Erinnerung an frühere Leben in uns tragen, derer wir uns zwar nicht direkt bewusst sind, die aber trotzdem unser heutiges Leben beeinflussen können. Doch auch wenn man dieses Konzept nun nicht unterschreiben kann, steht der absteigende Mondknoten für die unbewussten psychologischen Wirkungen frühkindlicher Ereignisse, die uns in vertrauten Mustern festhalten, während der aufsteigende Mondknoten uns den Weg zu unserer seelischen Entwicklung weist. Das heißt, wir haben drei Faktoren, die uns mit der Vergangenheit und dem Karma verbinden. Und die wirken jetzt gemeinsam, der absteigende Mondknoten, Saturn und Pluto.
Wenn es nur der absteigende Mondknoten alleine wäre, dann kann man vielleicht die Themen der Vergangenheit, die er anzeigt, mit etwas Glück ignorieren oder verdrängen, wenn sie unangenehm sind. Doch 2019 stehen Saturn und Pluto in diesem Bereich der Vergangenheit wie zwei Wächter und Prüfer. Und deswegen glaube ich, dass wir uns vor einer Konfrontation mit unserem Karma oder unserer Vergangenheit nicht drücken können. Wir müssen hinschauen, was da hochkommt und bereit sein, uns damit auseinanderzusetzen. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Und wir brauchen einen geborgenen und geschützten Raum. Genau wie auch Kinder Geborgenheit und Schutz brauchen, damit sie wachsen und sich entwickeln können, brauchen auch unsere eigenen Gefühle oder Schmerzen aus der Vergangenheit Geborgenheit und Schutz, damit wir sie integrieren oder davon loslassen können. Neben der Arbeit mit dem inneren Kind kann es auch sinnvoll sein, eine Rückführung in ein früheres Leben bei einem Reinkarnationstherapeuten in Anspruch zu nehmen. Auch die Arbeit mit der systemischen Familienaufstellung kann ein Segen sein, solange der Mondknoten durch den Krebs läuft. Und manchmal geht es auch ganz konkret und praktisch darum, unser Heim zu entrümpeln und sich von altem Krempel zu trennen. Denn auch das ist mittlerweile erwiesen, ein aufgeräumtes Heim verhilft auch zu aufgeräumter Stimmung. Dafür gibt es übrigens auch spezielle Coaches, die euch dabei helfen können, nicht in den angesammelten Überbleibseln der Jahrzehnte zu versinken. Das Ganze muss man jedoch nicht nur negativ und therapeutisch sehen. Sicherlich bekommen wir auch jetzt auch mehr Lust, uns auf konstruktive Weise mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen. Zum Beispiel, indem wir unsere alten Tagebücher lesen oder uns Fotos nochmal anschauen und uns auf diese Weise mit unserem früheren Ich nochmal verbinden. Das kann auch sehr stärkend wirken, besonders wenn wir uns die glücklichen Momente unserer Vergangenheit nochmal ins Bewusstsein holen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, das Zusammenwirken von Saturn und Pluto mit dem absteigenden Mondknoten als Chance zu sehen, aus alten Fehlern zu lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Eine Zukunft, in der Liebe, Zuwendung, Familienbande, Kinder kriegen, Familientraditionen feiern und menschlicher Zusammenhalt wieder mehr Wertschätzung erhalten. Im Zusammenhang mit dem Mondknoten sind auch die Finsternisse 2019 sehr wichtig. Da sie jeweils in Verbindung zur Mondknotenachse stattfinden, bringen sie uns unser gesellschaftliches und persönliches Karma ins Bewusstsein. Sehr wirkmächtig ist die partielle Sonnenfinsternis am 6. Januar. Sie bündelt gewissermaßen die Energie von Saturn und Pluto. In dieser Konstellation steckt die Sehnsucht nach umsichtigen Führungspersönlichkeiten, die uns dabei helfen, die Zukunft zu gestalten. Jedoch können die Kräfte der Vergangenheit sich auch gegen diese Entwicklung stemmen, indem sie versuchen, an Grenzen und Vorschriften festzuhalten, die schon bisher nicht funktioniert haben. Am 21. Januar 2019 haben wir eine totale Mondfinsternis, die ein wenig vom Thema abweicht, weil der Mond dann im Löwen steht. Da kann es darum gehen, das Ego zugunsten des größeren Familienzusammenhalts zurückzustellen. Dann haben wir im Sommer wieder eine sehr mächtige, totale Sonnenfinsternis am 2. Juli, gefolgt von einer ebenfalls sehr intensiven Mondfinsternis am 16. Juli, an der sich auch die Venus beteiligt. In dieser Zeit steigt unser Wunsch und vielleicht auch die Chance, unsere Zukunft mit Hilfe der Liebe und guter Beziehungen zu erschaffen. Auch hier können nochmal rückständige Kräfte, die an einer vermeintlich besseren Vergangenheit festhalten wollen, versuchen, den Fortschritt in Liebe und Verbundenheit zu verhindern. Da sind dann die Evolutionsagenten gefordert, den Menschen Mut zu machen. Zum Jahresende erscheint der Neumond im Steinbock am 26. Dezember als partielle Sonnenfinsternis. Sonne und Mond verbinden sich dabei mit Jupiter, der am 2. Dezember in den Steinbock wandert. Und dieser Neumond läutet den Beginn des großen neuen Saturn-Pluto-Zyklus ein, der die 2020er Jahre bestimmen wird. Mehr dazu findet ihr in meinem Jahrbuch 2019. Am 10. Januar 2020 haben wir nochmal eine partielle Mondfinsternis im Krebs, bevor die Mondknotenachse dann am 5. Mai in die Zeichen Schütze und Zwillinge wechselt. Dann wird es wieder Zeit für ein neues Mondknoten-Special. Gleich schauen wir uns an, wie sich der Durchgang der Mondknoten für die einzelnen Sternzeichen bzw. Aszendenten zeigen wird. Bevor wir einsteigen, habe ich hier noch ein paar technische Hinweise für euch. Die beiden Mondknoten sind keine Planeten oder physischen Himmelskörper. Sie sind rechnerische Punkte, nämlich die Schnittpunkte der Erdbahn um die Sonne mit der Mondbahn um die Erde. Im Gegensatz zu allen anderen Faktoren laufen die Mondknoten als einzige im Uhrzeigersinn durch das Horoskop und damit entgegengesetzt zur Richtung des Tierkreises. Das bedeutet,
Der aufsteigende Mondknoten kommt aus dem Löwen und wird zunächst die dritte Dekade des Krebszeichens hineinlaufen, anschließend durch die zweite und zum Schluss durch die erste Dekade. Und dasselbe gilt für den absteigenden Mondknoten, der aus dem Wassermann kommend zurück in den Steinbock läuft. Hier habe ich euch aufgeschrieben, wann die Mondknotenachse durch welche Dekade läuft. Durch die dritte Dekade läuft sie vom 6. November 2018 bis zum 3. Mai 2019. Dann durch die zweite Dekade vom 3. Mai bis zum 9. November 2019 und durch die erste Dekade vom 9. November 2019 bis 5. Mai 2020. Wenn wir gleich die Bedeutung der Mondknoten für die Sternzeichen bzw. Aszendenten durchgehen, schauen wir uns die Sonnenhäuser eures Sternzeichenhoroskops an. Der Mondknoten regt die Energie des Hauses an, durch das er läuft. Wenn ihr im Krebs oder Steinbock geboren seid, dann wirkt der Mondknoten auch direkt auf eure Sonne. Im individuellen Horoskop ist es immer besonders wichtig, wann der aufsteigende Mondknoten über eine der Hauptachsen läuft, also zum Beispiel über den Aszendenten oder hier das MC, das ist der Karrierepunkt, über den Deszendenten, das ist der Partnerpunkt oder über das IC, das ist der Heimatpunkt des Horoskops. Das markiert dann entscheidende Wendepunkte im Leben und außerdem sind das immer Zeiten, wo wichtige Menschen in euer Leben treten und das kann auch ein Seelenpartner sein. Diese Informationen erschließen sich aber nur, wenn man ins persönliche Horoskop auf der Basis der genauen Geburtszeit schaut. Wenn ihr wissen wollt, ob in eurem Horoskop ein solcher wichtiger Übergang stattfindet, könnt ihr mich jederzeit für eine Beratung konsultieren. Und ich habe ja auch für eine begrenzte Zeit das Beratungsgeschenk für einen Sonderpreis, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als Referenzhoroskop für den Durchgang des Mondknotens habe ich den Neumond vom 30. August 2019 gewählt. Da steht der aufsteigende Mondknoten mitten im Krebs und der absteigende direkt in Verbindung mit Saturn im Steinbock. Und wir fangen an mit den Widdern und Widder-Aszendenten. Für euch bewegt sich der aufsteigende Mondknoten für die nächsten 1,5 Jahre durch euer viertes Sonnenhaus des Heims, der Herkunfts- oder der eigenen Familie und auch eurer seelischen Heimat. Das ist eine wichtige Zeit, um sich mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen, eine Familie zu gründen oder die persönliche Wohnsituation zu verbessern. Für euch wird die Problematik, sich zwischen der Arbeit und der Karriere und euren persönlichen und familiären Bedürfnissen aufzuteilen, besonders spürbar. Denn hier Saturn, Pluto und der absteigende Mondknoten, die befinden sich ja in eurem Karrierehaus. Wenn ihr im entsprechenden Alter seid, steht für euch vielleicht die Frage Kinder oder Karriere im Raum und ich kann euch nur raten, euch für ein Kind zu entscheiden. Und jetzt schauen wir für die Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Der aufsteigende Mondknoten bewegt sich bei euch durch euer drittes Sonnenhaus und fördert alle Aktivitäten, die mit Lernen, kurzen Reisen und der Vermittlung von Wissen zu tun haben. Auf diesem Wege werdet ihr auch tolle neue Leute kennenlernen, was für Singles sehr interessant sein kann. Viele Stiergeborene erleben es nun als besonderes Glück, ihre neuen Perspektiven und die Eindrücke, die sie auf Reisen gesammelt haben, in ihr Alltagsleben zu integrieren. Es macht ihnen Freude, Kontakte zu Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu pflegen und sich über die gemachten Erfahrungen auszutauschen. Wenn ihr Geschwister habt, ist 2019 ein Jahr, um von altem Karma loszulassen und euch gegenseitig bei der Gestaltung der Zukunft zu unterstützen. Vielleicht bekommt auch ein Geschwister von euch ein Kind, sodass eine Nichte oder ein Neffe in euer Leben treten. Und weiter geht es mit den Zwillingen und Zwillinge-Aszendenten. Gemeinsame Werte und euer Selbstwert, diese Themen werden wichtig, denn die Mondknoten aktivieren die Werteachse eures Horoskops, also das zweite Haus des Geldes und des Selbstwertes und das achte Haus der gemeinsamen Werte und der Verbindlichkeiten. Worüber definiert ihr euch? Über eure materiellen Erfolge oder über eure persönlichen Wertvorstellungen? Was braucht ihr, um euch von anderen gewertschätzt zu fühlen? Und was könnt ihr selbst tun, um euer Selbstwertgefühl zu steigern? Ist euer Selbstwert von eurem Kontostand abhängig oder umgekehrt? Solche Fragen werden euch beschäftigen. Dabei zeigt der absteigende Mondknoten in eurem achten Haus, dass die Art, wie ihr in der Vergangenheit Verantwortung für gemeinsame Werte übernommen habt, einen großen Einfluss darauf hat, wie wertvoll ihr euch selbst heute fühlt und wie gut ihr mit eurem Geld umgeht. Und wir kommen zu den Heldinnen und Helden dieser Konstellation.
nämlich den Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch ist die kosmische Energie des aufsteigenden Mondknotens wie ein warmer Regen, der euch aufblühen lässt. Ihr könnt euch entfalten und was euch wichtig ist, nämlich Familienzusammenhalt, Menschlichkeit, Empathie, die Liebe zu euren Kindern, Tierschutz, Umweltschutz und der Respekt vor dem Leben wird auch von der Gesellschaft wichtig genommen. Andere Menschen reagieren positiv auf eure warmherzige, sensible Art. Ihr werdet zum Wegweiser für andere und ihr trefft die richtigen Leute, um eure Ziele zu verwirklichen. Wenn ihr auf der Suche nach einer schönen Partnerschaft seid, sind eure Chancen, einen Seelenpartner zu treffen, besonders groß. Wenn ihr einen Kinderwunsch habt, kann dieser in den kommenden 1,5 Jahren in Erfüllung gehen. Ihr könnt euch auf Familienzuwachs freuen, sei es durch ein eigenes Kind oder durch die Ankunft einer Nichte oder eines Neffen, Schwiegertochter oder Schwiegersohn oder je nach Lebensabschnitt könntet ihr auch Großeltern werden. Ein Sonderfall tritt ein, wenn die diesjährige Sonnenfinsternis im Krebs auf euren Geburtstag oder auf euren Aszendenten fällt. In dem Fall kommen wichtige Veränderungen in eurem Leben auf euch zu. Sie können den Beruf betreffen, eure Wohnsituation, eure Partnerschaft oder auch mehreres davon auf einmal. Wahrscheinlich sind es positive Entwicklungen, zum Beispiel ein Karrieresprung oder eine Heirat oder ein Umzug an einen Ort oder in ein Haus, wo es euch besser gefällt. Diese Veränderungen können sich schon bis zu 3 Monate vor und noch bis zu 1 Jahr nach der Sonnenfinsternis ergeben. Und die Sonnenfinsternis im Krebs vom 2. Juli wirkt auf die Geborenen vom 30. Juni bis 5. Juli, beziehungsweise wenn sich euer Aszendent zwischen 7 und 14 Grad Krebs befindet. Und jetzt schauen wir für die Löwen und Löwe-Aszendenten. Für euch können die Mondknoten eine Hinwendung zu spiritueller Heilung anzeigen. Sie aktivieren die Heilerachse eures Sonnenhoroskops. Der aufsteigende Mondknoten im Krebs ist im 12. Haus der Spiritualität und der absteigende Mondknoten gegenüber im Haus der Gesundheit und der Arbeitsabläufe. Jetzt können Fragen und Probleme aus eurer Vergangenheit auftauchen, die mit eurer Gesundheit, gegebenenfalls aber auch mit eurer Arbeitssituation zu tun haben und vielleicht hängt sogar beides miteinander zusammen. Ihr werdet feststellen, dass es heilsam ist, wenn ihr euch öfter mal zurückzieht, in der Stille meditiert oder eurer inneren Stimme lauscht. Viele Antworten auf eure Fragen tragt ihr bereits in euch. Während dieses Mondknotentransits könnt ihr mit den Kräften in Kontakt kommen, die euch spirituellen oder religiösen Halt geben. Sie werden euch auf eurem Lebensweg helfen und unterstützen, wenn ihr darum bittet. Wenn ihr im Zeichen Jungfrau geboren seid oder einen Jungfrau-Aszendenten habt, dann aktiviert der aufsteigende Mondknoten euer 11. Haus der Freundschaften und der guten Kontakte. Ihr empfangt oder gebt besonders viel Verständnis und Empathie für eure guten Freunde und pflegt regelrecht familiäre Kontakte zu ihnen. Ihr trefft auf neue Bekannte, mit denen sich tiefe Freundschaften entwickeln können. Auch eure beruflichen Kontakte können sich zu wichtigen und langfristigen Beziehungen entwickeln, die euch Türen öffnen und euch dabei helfen, Weichen im Leben zu stellen. Dieser Bereich eures Lebens verdient deshalb besondere Aufmerksamkeit. Kontaktpflege sollte ganz oben auf eurer Prioritätsliste stehen. Wenn ihr Seminare oder Webinare gebt oder auch an welchen teilnehmt, finden sich gute Gruppen zusammen, in denen ihr euch wohlfühlt. Vielleicht engagiert ihr auch jetzt euch gesellschaftspolitisch, zum Beispiel für die Belange oder den Schutz von Kindern. Und wir kommen zur Deutung des Mondknotens für die Wagen und Waage-Aszendenten. Bei euch wandert der aufsteigende Mondknoten durch euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Das ist ein Hinweis darauf, dass ihr trotz mancher Kämpfe, die durch die Spannungen zu Saturn und Pluto angezeigt werden, große Erfolge und Anerkennung erlangen könnt. Ihr trefft einflussreiche Menschen, die euch auf eurem Karriereweg wichtige Impulse geben und euch Türen öffnen. Falls ihr in einem Familienbetrieb arbeitet oder Familienmitglieder einflussreiche Positionen haben, kann Hilfe und Unterstützung auch von dort kommen, also aus der Vergangenheit, von euren familiären Wurzeln. Dort befindet sich der absteigende Mondknoten hier im Haus der Familie, des Heims. Deshalb kann es sich für euch auch ganz besonders lohnen, durch eine Rückführung oder durch Ahnenforschung oder eine Familienaufstellung mehr über eure Herkunft zu erfahren und dadurch vielleicht auch die Ursachen für eure derzeitigen Herausforderungen zu finden. Wenn ihr im Skorpion geboren seid oder einen Skorpion-Aszendenten habt, spürt ihr vielleicht, dass euer Herz oft in die Ferne schweift.
denn der aufsteigende Mondknoten wandert durch euer neuntes Sonnenhaus der Reisen und der Lebensphilosophie. Falls ihr Familienmitglieder habt, die in die Ferne gezogen sind, solltet ihr sie besuchen. Wenn ihr euch traut, eure Komfortzone zu verlassen, werdet ihr mit interessanten neuen Kontakten belohnt und diese Menschen bringen euch in eurer Entwicklung voran. Für Singles bedeutet das, dass alle Aktivitäten, mit denen sie ihren Horizont erweitern, auch die Chancen erhöhen, einen Seelenpartner zu treffen. Sei es, dass ihr weite Reisen unternehmt, euch fortbildet, dass ihr Hobbykurse besucht oder dass ihr euch für Menschen aus einem fremden Kulturkreis öffnet. Es kann heilsam sein, euch mit Menschen gleichen Interesses auszutauschen. Das bringt euch das beruhigende Gefühl, langsam irgendwo anzukommen, wo ihr euch zugehörig und zufrieden fühlt. Und wir kommen zu den Schützen und Schütze-Aszendenten. Bei euch wandert der aufsteigende Mondknoten durch das achte Sonnenhaus, wo es um gemeinsame Verbindlichkeiten und auch Erbschaften geht. Es ist sehr wichtig für euch, verantwortlich mit eurem Besitz umzugehen, vor allem, wenn davon auch andere betroffen sind, beispielsweise euer Ehepartner oder auch Geschäftspartner. Eventuell denkt ihr auch darüber nach, euren Kindern vorzeitig Werte zu vererben. Die Energie des absteigenden Mondknotens bringt euch auch mit eurer Vergangenheit und eurem Karma in Berührung. Und der absteigende Mondknoten steht im zweiten Haus eures Selbstwerts. Also nicht nur eure finanziellen Werte, auch eure persönlichen Werte erfahren jetzt eine Überprüfung. Es geht darum, ob ihr bereit seid, über eure persönlichen Wünsche und Bedürfnisse hinaus Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft mit anderen zu übernehmen. Auch wichtige persönliche Transformationserfahrungen können für euch anstehen, etwa die Heilung eines alten seelischen Traumas. Jetzt schauen wir für die Steinböcke und Steinbock-Aszendenten. Für euch wird es ganz spannend, denn der aufsteigende Mondknoten läuft durch euer siebtes Sonnenhaus der Partnerschaft. Das ist eine gute Konstellation, um in einer bestehenden Beziehung den nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel indem ihr heiratet oder zusammenzieht oder euren Kinderwunsch verwirklicht. Singles können während des Mondknotentransits ihren Seelenpartner finden. Der Kosmos schenkt euch aber nicht nur neue Begegnungen mit wichtigen Menschen. Manche wichtigen Beziehungen werden auch zu einem Ende kommen. Die Kräfte von Saturn und Pluto zeigen, dass ihr den Drang verspürt, eure alten Beziehungen aufzuräumen, denn hier steht halt auch der absteigende Mondknoten. Und euch vielleicht auch von Menschen zu trennen, die euch in eurer Entwicklung behindern oder mit denen euch nichts mehr verbindet. Ein Sonderfall tritt ein, wenn die Sonnenfinsternisse im Steinbock auf euren Geburtstag fallen. In dem Fall sind wichtige Veränderungen in eurem Leben angezeigt. Sie können den Beruf betreffen, eure Wohnsituation, eure Partnerschaft oder auch mehreres davon auf einmal. Und häufig werden diese Veränderungen durch Entwicklungen im Leben eures Beziehungspartners beeinflusst. Vielleicht bekommt ihr sogar einen Heiratsantrag. Vielleicht seid ihr auch gefordert, Konsequenzen aus Ereignissen der Vergangenheit zu ziehen. Diese Veränderungen können sich schon bis zu 3 Monate vor und noch bis zu einem Jahr nach der Sonnenfinsternis ergeben. Die Sonnenfinsternis im Steinbock vom 6. Januar 2019 wirkt auf die Geborenen vom 3. bis 9. Januar. Und weiter geht es mit den Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Für euch verspricht die Position des Mondknotens interessante neue Begegnungen in eurem Berufsumfeld, denn der Mondknoten läuft durch euer 6. Sonnenhaus des beruflichen Alltags. Begegnungen mit Kollegen und Mitarbeitern können sehr bedeutsam für euch werden, denn sie öffnen euch Türen und helfen euch, wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, kann euch ein Seelenpartner im beruflichen Umfeld begegnen. Im 6. Haus geht es auch um die Gesundheit. Ihr neigt dazu, die Bedürfnisse eures Körpers zu ignorieren, wenn ihr viel zu tun habt. Der Mondknoten fordert euch nun auf, hier besser für euch zu sorgen. Es lohnt sich, auf die Kleinigkeiten und Details zu schauen, die sonst im Lebensalltag untergehen. Da auf der anderen Seite Saturn und Pluto den absteigenden Mondknoten beeinflussen, könnte es sein, dass dabei einige verborgene Leiden, Süchte oder Verletzungen an die Oberfläche drängen. Ihr solltet euch Zeit dafür nehmen, sie zu akzeptieren und zu heilen. Für alle Fischegeborenen und Fische-Aszendenten ist die Position des Mondknotens ganz wunderbar. Er wandert nämlich durch euer 5. Haus der Lebensfreude und der Kinder. Wenn ihr einen festen Partner habt und euch einen Kinderwunsch verbindet, dann kann dieser in den nächsten 1,5 Jahren in Erfüllung gehen.
Habt ihr eigene Kinder, dann genießt die Zeit mit ihnen ganz bewusst und spürt, wie sehr ihr selbst dabei Energie auftanken könnt und auch wichtige Dinge über euch und eure eigene Persönlichkeit lernt. Dabei stärkt ihr euer Herz, denn dieses Organ der Lebenskraft und Vitalität ist mit dem fünften Haus verbunden. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr euren Seelenpartner finden, indem ihr euren Hobbys und Interessen nachgeht und dabei vielleicht einem tollen Menschen begegnet, der für dieselben Dinge schwärmt wie ihr. Wenn ihr musisch begabt seid, entdeckt ihr auch die Liebe zu euch selbst, indem ihr euren Talenten folgt, zum Beispiel auf der Bühne oder indem ihr selbst musische Werke kreiert. Das waren meine Gedanken zum Durchgang der Mondknotenachse durch die Zeichen Krebs und Steinbock. Es lohnt sich auch nochmal in eurem individuellen Horoskop zu schauen, wo sich die Mondknotenachse jetzt befindet. Das ist besonders wichtig, wenn sie die Hauptachsen oder persönliche Planeten eures Horoskopes kreuzt. Und das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären. Wie der Mondknoten als Schicksalsanzeiger in eurem Geburtshoroskop steht, ist natürlich auch sehr interessant zu wissen. Diese Deutung findet ihr jetzt in meinem neuen schriftlichen Horoskop, das ihr ab sofort bei kosmogramm.de online buchen könnt. Und für eine Beratung erreicht ihr mich wie immer auf meinem Kundentelefon oder über meine Homepage und alle Infos verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch den speziellen Link zur Mondknotenberatung zum Sonderpreis. Und das Angebot gilt nur für eine begrenzte Zeit, deswegen entscheidet euch schnell. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich die nächsten Videos hochlade, zum Beispiel das Special über Jupiter im Schützen, was jetzt bald kommt. Dazu müsst ihr einfach hier klicken. Und weiterhin aktuell und wichtig sind auch die Videos über Saturn im Steinbock und über den inneren Heiler Chiron und Chiron im Widder. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.